Einen ganz wundervollen guten Morgen wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer neuen Serie, Unterserie, whatever. Zu einer neuen Serie sage ich hier einfach mal, weil es einfach so groß und so wichtig ist. Und zwar starten wir heute mit Wireshark. Wireshark ist der Standard, wenn man irgendwas zu tun hat mit Networking oder mit Hacking und sein Netzwerk analysieren möchte. Das heißt, alles, was mit Netzwerk oder generell mit Paketen und Traffic zu tun hat, da benutzt man eigentlich Wireshark. Und das ist wirklich der Standard eigentlich. Das Programm ist kostenlos zur Verfügung gestellt worden, ist sogar Open Source und daher auch ein wunderbares Tool. An der Stelle möchte ich ganz gerne mal sagen, ihr braucht als Vorwissen definitiv einige Informationen aus meiner Netzwerktechnik-Playlist. Allerdings werdet ihr nicht alle Informationen logischerweise wiederfinden, aber wenn ihr genug sucht, dann findet ihr eigentlich so ziemlich alle Informationen wieder. Also nicht in der Serie, sondern wenn ihr selbst mit Wireshark irgendwie noch ein bisschen tiefer geht, als wir das hier vielleicht tun werden, weil wir einfach nicht unbedingt diese Pakete jetzt gerade finden oder sowas. Aber ja, es gibt sehr, sehr viel zu tun und das Tolle an Wireshark ist, ihr könnt es benutzen, wo auch immer ihr wollt. Linux, Windows, völlig egal. Sogar auf Mac geht das Ganze, glaube ich zumindest. Ich habe noch nie einen Mac in der Hand gehabt, zumindest nicht richtig. Aber an der Stelle, ja, Linux sollte sowieso euer Go-To sein. Ich empfehle euch Linux ganz besonders hier für diese Serie, weil Windows relativ viele Hintergrunddienste am Laufen hat. Und wir wollen mit Wireshark Folgendes tun. Wir wollen nämlich das Netzwerk überwachen. Was bedeutet das eigentlich? Wir wollen Pakete aufzeichnen, wir wollen uns Pakete genauer angucken. Das heißt, wenn wir eine Website aufrufen, wie eben zum Beispiel wireshark.org, dann sehen wir sehr, sehr genau, welche Pakete eigentlich in dieses Netzwerk übertragen werden, beziehungsweise von uns an wireshark.org und von wireshark.org an uns gesendet werden. Und im Endeffekt, wir bekommen hier nicht wirklich viel davon mit, wenn wir diese Website aufrufen. Wir sehen nur das hier, beziehungsweise wenn wir tiefer scrollen, sehen wir ein bisschen was anderes, aber gut, das sei mal dahingestellt. Aber im Hintergrund passieren so viele Dinge. Wir haben schon kennengelernt, wir müssen irgendwas mit TCP machen, wir müssen irgendwas mit IP machen, wir müssen die DNS auflösen, beziehungsweise den Domainnamen auflösen. Wir müssen einige andere Protokolle verwenden. Und das alles passiert im Hintergrund. Und wenn ihr wirklich wissen wollt, wie das Ganze im Hintergrund abläuft, dann seid ihr hier genau richtig. Ihr könnt hier sozusagen die Rohdaten von euren Paketen angucken, die wir eben bei einem einfachen Aufruf von einer Webseite haben. Oder eben auch, wenn wir eine App aufrufen oder sowas, also irgendein Programm ausführen, dann kommuniziert es ja auch vielleicht mit irgendeiner Website oder mit irgendeinem Server. Und da können wir natürlich dann auch jedes einzelne Paket genau uns angucken. Und das ist sehr, sehr viel wert, denn wir wollen ja auch teilweise ein bisschen rausfinden, was passiert da eigentlich im Hintergrund. Also zum Beispiel für Malware Analysis. Also wenn wir rausfinden wollen, ist eine Software schädlich oder sowas, dann ist es oftmals sehr, sehr hilfreich, wenn man rausfinden kann, ist diese Software jetzt gerade am Kommunizieren mit Server XY? Welcher Server ist eigentlich da hinten dran? Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich führe Malware aus, mit welchem Server kommuniziert diese Malware? Wie finde ich, oder ja genau, wer steht dann hinter diesem Server? Das ist ja normalerweise alles eingetragen. Und das sind natürlich Informationen, die so wertvoll sind. Das kann man sich gar nicht vorstellen, oder doch, man kann sich's vorstellen. Aber ja, sie sind sehr wertvoll. Und genau, darum soll es eben in dieser Serie gehen. Jetzt ganz kurz zum Download. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, überall verwenden. Ihr könnt ja auch einfach mal durchscrollen, was für Features wir hier haben. Es gibt auch Wireshark Training Courses, aber die braucht ihr natürlich hier von mir nicht. Beziehungsweise, wenn ihr mich gehört habt, braucht ihr die nicht mehr. Es gibt relativ viel. Es gibt auch Troubleshooting with Wireshark, das eigentlich auch ein ziemlich gutes Buch ist. Also es gibt sehr, sehr viele Dinge. Aber ganz unten findet ihr auch diesen Download eben hier. Und hier habt ihr den Windows Installer. Achtet bitte darauf, dass wenn ihr 64-Bit habt, dass ihr dann diesen 64-Bit Installer benutzt. Dann Windows Installer für 32-Bit hier logischerweise. Oder Portable Apps für 32-Bit Systeme. Das bedeutet, ihr installiert das Ding eigentlich nicht wirklich, sondern ihr habt es halt einfach zum Beispiel auf einem USB-Stick installiert und könnt es einfach direkt ausführen. Dann natürlich für macOS 10.6 und later. Aber nur für 64-Bit könnt ihr hier runterladen. Oder für Linux ist das Ganze natürlich in den Paketquellen. Das bedeutet, unter Arch Linux, mein System, macht ihr einfach sudo pacman-s. Und dann bekommt ihr Wireshark. Allerdings müsst ihr hier aufpassen, wenn ihr Wireshark installiert, kann es passieren, dass ihr nur die Kommandozeilen-Tools habt. Das heißt, ich zeige euch gerade mal kurz, welche Versionen davon es gibt. Es gibt die CLI,
Das ist das Command-Line-Interface. Das solltet ihr nicht installieren. Das wird automatisch bei einer grafischen Oberfläche mit installiert. Und ihr braucht wirklich für Wireshark eine grafische Oberfläche. Wireshark Common brauchte ich ja auch nicht. Jetzt habt ihr die Auswahl zwischen GTK und Qt. Das sind beides Oberflächen sozusagen, also grafische User-Interfaces, die ihr hier verwenden könnt. Und die Entwickler von Wireshark empfehlen euch ganz klar die Qt-Version. Das ist auch die Version, die wir hier im Folgenden verwenden werden. Achtet bitte auch darauf, wenn ihr es unter Linux installiert, beziehungsweise auch unter anderen Systemen, werdet ihr unter Umständen Administratorrechte brauchen, damit ihr auf euer Netzwerk zugreifen könnt. Das heißt, wenn irgendwas nicht so funktioniert, dann startet das Ganze bitte nicht als Wireshark oder einfach aus dem Startmenü raus, sondern macht einfach aus der Kommandozeile oder aus dem Terminal sudo Wireshark, gebt dann euer Passwort ein und startet das Ganze dann. Dann habt ihr auf jeden Fall Zugriff auf euer Netzwerk, weil das ist schon sehr, sehr tief. Also ich meine, wir wollen hier wirklich den tiefsten Network-Traffic abgreifen und dann habt ihr sozusagen dieses Problem hier überwunden. Wunderbar, unter den anderen Linux-Distributionen dann einfach mit dem jeweiligen Paketmanager bitte installieren, das heißt apt-get oder dergleichen eben. So, und dann könnt ihr das Ganze ganz einfach aus dem Startmenü starten, beziehungsweise wenn ihr Probleme habt, einfach als Administrator, habe ich gerade schon vorgestellt, und dann bekommt ihr so ein Fenster hier. Das bedeutet, ihr habt hier, ja, es läuft schon eine Weile hier bei mir dieses Fenster. Und das sieht dann folgendermaßen hier aus. Ihr habt hier mehrere Interfaces, aus denen ihr auswählen könnt. Wenn hier nicht alle Interfaces angezeigt werden, dann habt ihr eben genau das Problem, dass ihr Administratorrechte braucht. Und wir sehen hier, wir haben hier ein ENP0S25. Das ist bei mir mein LAN. Das heißt, ich habe hier eine LAN-Adresse. Das heißt, das ist mein eigentliches Netzwerk, das ich dann später benutzen möchte. Any ist einfach jedes Netzwerk. Und dann gibt es noch andere Loopbacks oder Bluetooth Monitor. Bluetooth Monitor bedeutet Bluetooth logischerweise. Und dann gibt es hier sogar die Möglichkeit, USB-Geräte zu sniffen sozusagen. Das heißt, wir wollen hier dann überwachen, was für Traffic kommt eigentlich über meine USBs. Allerdings habe ich damit noch nicht so viel Erfahrung, weil ich meistens eigentlich das Netzwerk benutze. Und mit meinen USBs hatte ich eigentlich noch keine Probleme, solange ich jetzt hier irgendwie mit dem arbeite. Aber okay, wir werden natürlich hier mit unserem ENP, also bei euch wird das höchstwahrscheinlich anders heißen, das ist einfach euer LAN-Anschluss. Ihr könnt hier auch auf der rechten Seite, seht ihr hier jetzt gerade, da wird einfach auch der Traffic aufgezeigt, und wenn ihr dann irgendeine Website anwählt, ich mache das jetzt mal ganz kurz, ich lade einfach Wireshark neu, achtet bitte hier hinten darauf, dass wir hier nur Punkte haben, das heißt, wir haben gerade quasi keinen Netzwerk-Traffic. Ich gehe jetzt hier nochmal auf Wireshark und lade diese Website neu. Und dann sehen wir schon direkt hier, dass wir nichts sehen, weil wir nichts neu laden mussten, weil alles im Cache drin war. Das heißt, ich mache jetzt hier mal einen Deep Reload. Und genau, jetzt sollte hier was zu sehen sein. Genau, jetzt sehen wir hier einen, also wir haben gerade gesehen, wir haben nichts im Netzwerk angewählt. Und da sehen wir schon die erste Optimierung von Chrome. Und zwar, dass man hier Sachen aus dem Cache wieder lädt. Das heißt, die Webseite wurde eigentlich gar nicht angefragt, sondern sie war halt noch bei mir zwischengespeichert, also musste ich überhaupt nichts machen und alles wurde aus dem Cache geladen. Wenn man Deep Reloadet, dann drückt man Steuerung und auf den Neuladen-Button, was ich gerade gemacht habe, und dann wird die Webseite auf jeden Fall vom Server angezeigt. Das ist super nützlich, wenn man irgendwie eine Webseite entwickeln möchte. Und ja, hier sehen wir dann natürlich auch so einen kleinen Spike. Das heißt, das ist auf jeden Fall das Netzwerk, das wir uns angucken wollen. So, und jetzt noch abschließend ganz kurz, warum habe ich vorhin gesagt, dass vielleicht Windows nicht ganz so geeignet ist? Naja, unter Windows werdet ihr hier die ganze Zeit irgendwelchen Traffic sehen, also zumindest fast die ganze Zeit werdet ihr irgendwelchen Traffic sehen, weil einfach Windows so unglaublich viele Hintergrunddienste am Laufen hat und sehr, sehr viele Netzwerkkommunikation mit seinen eigenen Diensten hat. Gibt es ein Update hierfür, gibt es ein Update hierfür, dann vielleicht im Hintergrund irgendwelche Updates ziehen. Und die erscheinen natürlich alle, wenn ihr euren Traffic überwacht. Das bedeutet, ihr werdet hier sehr, sehr viele Interferenzen haben, also Sachen, die ihr eigentlich gar nicht sehen wollt, weil sie euch nicht interessieren, weil ihr gerade eigentlich was anderes beobachten wollt. Aber eben Windows-Updates sieht man hier halt auch. Und ja, das kann euch ein bisschen verwirren, zumindest teilweise. Aber deswegen würde ich euch dann einfach vielleicht empfehlen, auf Linux kurzzeitig umzusteigen. Da kann man das einfacher machen. Aber ihr könnt es natürlich auch mit Windows machen. Das ist völlig euch überlassen. Gut, das war's von meiner Seite und wir hören uns natürlich beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.